Ja, willkommen zum Forum 1. Hier vorne sind noch Plätze frei. Diese Reservierungen galten nur der Auftaktveranstaltung. Man darf sich da hinsetzen, auch in die erste Reihe. Bisschen lauter, sagt hier vorne jemand. Nicht, dass ich lauter sprechen möchte, sondern ich möchte, dass der Regler etwas hochgedreht wird, was aber schon passiert ist. Süßes Gift, Hilfe zwischen der Schaffung von Abhängigkeit und Veränderung. Das ist eigentlich das Forum, was bei dem, was wir eben schon gehört haben in der Auftaktveranstaltung und was Sie wahrscheinlich gestern Abend auch schon, wenn Sie da waren, gehört haben, weitermacht. Hier vorne auf dem Podium, von links nach rechts, Bernd Bornhorst von Miserior und Vorsitzender von FENRU. Dann Ina Kerner, Professorin für Diversity Politics. Ich habe sie, bevor wir hier uns hingesetzt haben, gefragt, was ist das? Und dann hat sie mir gesagt, das können Sie sich selber ausdenken, so ungefähr. Sie hat sich es jedenfalls ausgedacht und macht das, was sie gerne machen möchte in dieser Professur. Dann Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt. Das haben Sie schon mitbekommen. Und Lothar Brock, Politologe, Professor für Politologie an dieser Universität und Forschungsprofessor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Funktionen aufzählen, aber ich lasse es damit bewenden. Wir haben uns ausgedacht, dass wir versuchen wollen, direkt in die Diskussion zu kommen. Natürlich nicht, ohne dass jeder, der hier oben sitzt, etwas sagt. Aber es soll nicht das übliche Eingangsstatement allgemein zum Thema sein, sondern es ist Fragen getrieben, sodass es vielleicht auch gleich dann weitergehen kann. Und wenn das hier oben dann zu langweilig wird, dann dürfen Sie gerne sich auch beteiligen. Was nicht heißt, dass es von Anfang an sein soll, erstmal sollen die Damen und Herren hier oben die Chance haben, sich ein wenig in das Thema einzuarbeiten. Ich fange wieder so emanzipativ, ne? Nicht mit den Frauen an, sondern mit Bernd Bornhorst von Miserior und der Frage, was zu tun ist, damit Hilfe tatsächlich aus dieser Abhängigkeit und Unmündigkeit, von der wir jetzt schon gehört haben, die wir jetzt nicht nochmal erklären müssen, herausfinden kann. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, die Pause war zu kurz für mich. Ich bin immer noch ganz aufgewühlt von dem, was ich heute Morgen gehört habe, und vieles hat mich beeindruckt und bei manchem blieb aber auch so ein Ja-Aber hängen. Wir haben ja auch schon heute Morgen gehört, dass es notwendig ist zu differenzieren, und es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass ich aus der Perspektive der nichtstaatlichen Hilfe versuchen werde, eine Richtung in diese Antwort zu schlagen. Dann noch zwei Bemerkungen vorweg. Ich habe mich gefreut, dass von Hilfe die Rede ist. Oft versuchen wir, die Problematik, die dahinter steckt, zu umgehen, indem wir dann von Entwicklungszusammenarbeit oder internationaler Kooperation oder was auch immer reden. Ich würde gerne an diesem schönen Begriff Hilfe festhalten. Vielleicht wird auch noch deutlich, warum. Wenn Hilfe allerdings nur der Transfer von Geld und Technik ist, dann ist er zu hinterfragen. Vermutlich würde man bei der Frage von einem Vertreter der sogenannten NGO-Landschaft jetzt zunächst mal erwarten, dass auch so technische Ansätze kommen, wie ja dann, das Wort ist ja schon verbrannt, habe ich gehört, dann braucht man Hilfe zur Selbsthilfe, dann muss man partizipative Planung machen, gemeinsame Erhebung und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich auch, weil die Mittel zum Zweck passen müssen, aber wenn man sich auf der Ebene festbeißen würde, und das machen wir oft auch, selbstkritisch gesagt, dann ist man, glaube ich, flugs in der Selbstlüge und kommt nicht weiter. Ich glaube, und das klang ja heute schon verschiedentlich an, dass die Frage, wie Hilfe, wir bleiben bei dem Wort, so sein kann, dass sie aus Unmündigkeit, Abhängigkeit, was auch immer führt, zunächst mal ja auf der Ebene zu beantworten ist, was verstehen wir denn überhaupt darunter? Und vor allen Dingen, was ist unsere Ursachenanalyse? Und wenn wir, und das scheint mir der Mainstream zu sein, bei denen, die Hilfe leisten, aber auch bei denen, die vielleicht Hilfe ermöglichen, indem sie zum Beispiel spenden, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir heute noch vielleicht Unterentwicklung oder Armut nennen, Probleme im System sind, die wir in diesem System beheben können und müssen, dann sind wir wieder auf dieser technischen Ebene.
Und dann leisten wir sicherlich, selbstkritisch gesagt, einen Beitrag dazu, dass es so bleibt. Wenn wir aber das so analysieren, und ich glaube, das machen viele von denen, die zum Beispiel in Fenro zusammengeschlossen sind, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir als Armut oder Unterentwicklung wahrnehmen, durch dieses System, whatever it means, das wäre auch noch zu differenzieren, produziert wird und immer wieder produziert wird, dann müssen wir die Systemfrage stellen oder zumindest in meinem Vokabular Sand im Getriebe sein. Und dann würde ich, bevor ich es aufs Positive komme, negativ sagen, dass wir da in vielen Fällen in den letzten Jahren von weggekommen sind. Wir haben, Thomas hat das genannt, die Betriebsverwirtschaftlichung der Hilfe, ich würde es nennen die Entpolitisierung der Hilfe, teilweise selber auch vorangetrieben. Also in den über 20 Jahren, wo ich das mache, kam irgendwann mal der Begriff der Professionalisierung auf. Ganz früher hat es gereicht, dass man der gleichen Meinung war, um Unterstützung zu bekommen, und dann wurde das professioneller mit Planung und so weiter. Und mit diesem notwendigen Professionalisieren haben wir in vielen Fällen aber auch entpolitisiert. Das kann man beobachten bis hin zu der Frage, welchen Mitarbeitertypus man holt oder auf welchen Konferenzen wir heute alle so rumlaufen. Ich nehme aber auch wahr, und das ist auch diese Veranstaltung ein Beispiel dafür, dass es Pendel teilweise jetzt, Gott sei Dank, sage ich mal, in die andere Richtung ausschlägt. Und wenn ich von Politisierung oder von der politischen Hilfe rede, dann muss ich auch von vielen Schwierigkeiten reden. Aber ich glaube, wir brauchen sie. Dann stelle ich nämlich als allererstes die Machtfrage. Und das ist der entscheidende Punkt. Und nicht die Frage, welchen technischen Ansatz, welche Summe, welcher Hilfssektor. Da können wir heute über Medizin und morgen über was anderes reden. Das ist erstmal völlig wurscht. Die Frage ist, ob ich die Machtfrage dahinter analysiere. Und das ist für mich auch das Problem bei Leuten wie Gates oder so. Nicht, dass sie nicht legitimiert wären oder dass sie völlig willkürlich sind, sondern dass sie die Machtfrage nicht stellen, beziehungsweise aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht auch im Blick haben. Und dann habe ich, wie gesagt, selbstkritisch gesagt, dass ich die Frage ist, ob das geht, ob wir das können und ob wir als Teil des Systems beitragen können, es zu überwinden. Und dann bin ich halt heute Morgen beim Zuhören unruhig geworden, weil mir vieles dann auch sehr, muss ich sagen, bashing und theoretisch war, weil ich habe die ganze Zeit Bilder von Menschen vor Augen gesehen, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und die erstens am Anfang vielleicht nicht gesagt haben, das theoretische Konzept ist mir völlig egal, Hauptsache ihr seid erstmal bei mir, sondern die vor allen Dingen ja Teil dessen sind, für das, glaube ich, auch viele der Zuhörer hier stolz sind. Wenn wir von den Menschen reden, die die Landkämpfe in Brasilien austragen oder wenn wir von den Erfolgen der Anti-Apartheid-Bewegung reden oder von den Kämpfen der Näherinnen in Bangladesch, die arbeiten doch in vielen Fällen mit uns zusammen. Das sind doch genau die, wo wir uns im gemeinsamen Boot fühlen und wo wir gemeinsam arbeiten. Also da, wie gesagt, muss man sehr differenzieren, wer mit wem arbeitet. Aber die Frage ist für mich immer, welches Grundverständnis eint uns in dem, was wir überwinden sollen. Und wenn wir da auf der Phänomenebene bleiben, dann ist das nicht genug. Trotzdem, das ist mein dritter Schritt, müssen wir natürlich, das kann man vielleicht auf so einer Tagung nicht erwarten, aber auch auf dieser ganz kleinkarierten praktischen Ebene zurückkommen. Wenn wir von Hilfe reden, das kann man heute Morgen, reden wir trotzdem von Transfer, von Geldtransfer, auch als NGO. Und dann ist die Frage, wenn ich das auch beobachte, was wir eigentlich heute noch finanzieren und unterstützen. Und auch da kann man sehen, dass es eine große Entpolitisierung gegeben hat in Verbindung mit dieser betriebswirtschaftlichen Analyse. Aber auch, weil es immer schwieriger wird, das andere zu machen. Also es ist einfacher, dem Spender und auch dem öffentlichen Geldgeber zu sagen, wir machen 20 oder 200, was auch immer, Gemüsegärten oder Ökogärten oder was auch immer, als zu sagen, die kleinbäuerliche Gewerkschaftsbewegung braucht verdammt nochmal ein Auto, damit sie von A nach B und zur Demo fahren können. Aber auch da müssen wir dann einen ganzen kleinen Teil hingucken, was ist das eigentlich für Geld, was wir woher nehmen und wohin stecken. Und nochmal, ich glaube, es gibt diese Ansätze. Vieles von dem, auf das wir heute stolz sind, ist so entstanden. Und mein letzter Punkt ist, das kam, glaube ich, heute Morgen auch schon, die Frage der Solidarität und des Reziproken und des Gemeinsamen. Das hat mir bisher auch gefehlt. Also ich glaube, wenn wir, bleibe ich noch mal bei dem großen Wort, System hinterfragen wollen, dann müssen wir nicht nur in den Süden gucken. Aber mir geht es auch nicht um diese monokausalen Zusammenhänge, ich esse hier kein Steak und schon geht es den Leuten drüben besser. So einfach funktioniert das nicht. Sondern die Frage ist ja auch, wie wir hier politisch arbeiten und ob wir das tun. Und letztendlich geht es ja darum, gemeinsam das neue Dritte zu konstruieren. Und da sehe ich schon eine Solidaritätsgemeinschaft, die dann vielleicht dazu führt,
dass nicht mehr wir den Anspruch haben, dem Inder zu helfen, der sich für eine bessere Klimapolitik einsetzt, weil er darunter leidet, sondern dass auch der Inder uns hilft, indem er sich für die Klimapolitik vor Ort einsetzt. Und auf der Ebene ist eine solidarische Hilfe möglich. Davon bin ich überzeugt. Und das geht. Und da sind wir dran. Aber nochmal, ich glaube, das ist mein letzter Satz, dass wir bei dieser Repolitisierung mit sehr viel Gegenwind rechnen müssen, angefangen von der Frage, wie wir unsere Spenden kriegen, bis zu der Frage, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Entwicklung reden. Aber damit höre ich erstmal auf. Vielen Dank, Cornelia Füllkrug-Weitzel. Ich weiß nicht, waren Sie das vorhin, die gesagt haben, ich kann gerade nicht, ich muss Leben retten? Nee, das hat jemand anders gesagt, aber das fiel mir gerade ein. Wenn ich schaue, welche Katastrophen in letzter Zeit, also von Haiti war ja hier schon die Rede, von dem Taifun war die Rede, welche Katastrophen zu bewältigen waren in der Hilfe international, dann macht es mir den Eindruck, als seien die größer als früher. Vielleicht stimmt das nicht. Doch, ja. Das heißt, man rennt als Helfer auch den immer größer werdenden Katastrophen nach. Ja, die Katastrophen nehmen an ihrer Anzahl zu. Das ist statistisch eindeutig, hängt auch eindeutig mit dem Klimawandel zusammen, egal ob es einer hören will oder nicht. Das ist das eine. Und das Ausmaß an Zerstörung nimmt immer weiter zu. Das ist auch wahr. Und perverserweise, sage ich jetzt einfach mal, weil die immer größer werden und immer spektakulärer, geht auch die mediale Öffentlichkeit immer mehr auf diese Katastrophen. Und einfach weg von dem, was sozusagen langfristig an Menschenrechtskämpfen, an einem mühsamen Eintreten für zivile Lösung von Konflikten etc. so im Gange ist. Und noch paradoxerweise, bevor ich dann noch was ganz anderes sage, noch paradoxerweise kommt dann dazu, wenn man das tut, was wir sehr intensiv getan haben zum Beispiel, seit Jahren Schutzzentren mit den Communities aufbauen, zum Beispiel gegen Taifun, also Taifun-Shelters, dann gibt es in einer Region weniger Tote und dann hat dieselbe Katastrophe mit demselben Ausmaß deutlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit, bekommt deutlich weniger Gelder, weil ja nicht so viele Tote da sind. Also die Toten und diese richtig schön, das Blut fließt, das ist dann irgendwie sozusagen der öffentliche Movens, dass man denkt, hier muss man jetzt mal aktiv werden. Zynisch gesagt, es ist gut, dass in Haiti so viele noch in Zelten leben, denn der nächste Hurricane kommt, gibt es dort genügend Tote und dann wird wieder geholfen. So, wenn man es sehr zynisch sagt, kann man das so sagen, ja. Darf ich noch was dazu sagen, was man vielleicht trotzdem tun könnte oder sollte in diesem Zusammenhang? Ich würde es gerne mal am Beispiel Bangladesch deutlich machen. Das kriegen wir ja immer mit. Bangladesch steht ja jetzt schon fast regelmäßig 60%, 70%, 75% der gesamten Landfläche unter Wasser. Gewöhnen wir uns auch langsam dran. Außerdem fließt das Wasser so langsam da rein, dass wir das dann auch nicht mehr so spektakulär für die Medien oft finden. Bangladesch ist durch eine Vielzahl von Folgen des Klimawandels betroffen, die ich jetzt gar nicht aufzählen will. Worauf kommt es mir an? Die Frage, die wir für diese Gruppe ursprünglich gestellt hatten, war, wie kann Hilfe aus Abhängigkeit und Unmündigkeit herausführen in Zeiten, in denen immer größere Anstrengungen notwendig sind, um wenigstens die ärgste Not zu bekämpfen? Wie könnte, was müsste und was wären Ansätze zum Beispiel in Bangladesch, dass die Leute akute Hilfe brauchen? Ich glaube, das ist keine Frage. Die Frage ist, welche Hilfe brauchen sie von außen und welche Hilfe leisten sie von innen? Das ist schon mal die erste Frage, die extrem zentral ist. Herr Bornhaus hat es schon angesprochen, das Stichwort, was ich da nur nenne, ist im Grunde Ownership der Bevölkerung bei der Planung, bei der Durchführung von Hilfsmaßnahmen. Aber viel wesentlicher darüber hinaus, nehmen wir überhaupt wahr, dass sie sich ja tatsächlich, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, in den ersten Tagen ohnehin alleine helfen. Und dann kommt es immer, unsere Organisation war als erstes da und endlich konnten den Leuten geholfen werden. Die Leute helfen sich schon mal mindestens eine Woche alleine beim Überleben. Das wird gar nicht visible sozusagen. Das zu verstärken wäre das eine. Das zweite, gleichermaßen notwendig, aber dauerhaft wichtiger wahrscheinlich ist die Frage, gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel die Landwirtschaft anzupassen und welcher Logik würde dann dieser Anpassungsprozess folgen? Sprich, wer bestimmt den Anpassungsbedarf und wer gibt welche Sorte von Lösungen vor oder um welche Sorten von Lösungen geht es?
In Bangladesch, gutes Beispiel zum Beispiel, haben sie holländische Dammbauexperten gerufen, die Regierung, die haben dann ganz großartige Dämme gebaut, die passen zu den holländischen Poldersystemen, aber leider nicht für die ganz konkrete Art von Katastrophen dort. Ergebnis, diese Dämme, die da gebaut wurden, tragen noch zusätzlich zur Versalzung von großen Landflächen bei, weil das Wasser nicht angemessen abfließen kann. Weil diese Art von Wassereindringen, wo Taifune das über die Dämme springen lässt, das kennen die Holländer nicht oder noch nicht. Noch nicht. Ja, so ist es. Das heißt also, in dem Falle geht es aus meiner Sicht darum, den Aufbau sozusagen auch lokalen Wissens und lokaler Forschung und lokaler Technologieentwicklung zu fördern. Wir haben, das ist ein neuer Versuch, unterstützen den Aufbau eines Klimaanpassungsforschungszentrums, wo die Bevölkerung das Know-how über community-basierte Lösungen untereinander mit Wissenschaftlern aus Bangladesch und mit Gruppen aus Nachbarländern, die vergleichbare Probleme bearbeiten, austauscht und dann systematisch miteinander neue Lösungen erarbeitet, ausprobiert, auswertet, dann anwendet, dann aber auch in die Diskussion mit ihren Kommunalpolitikern und mit ihrer Regierung tritt, welche Unterstützung sie solche Communities, die lernen wollen, wie sie sich anpassen von ihren Regierungen und von den lokalen Verantwortlichen brauchen. Das Dritte, das heißt sozusagen, die Grundvoraussetzung ist hier lokale Beteiligung, lokale Forschung daran, wie Communities in dieser Situation krisenfest werden können. Das Dritte, mindestens ebenso Wichtige ist, und das ist etwas, da denkt hier ja überhaupt noch keine Seele drüber nach, ganz im Gegenteil, was wird aus denen, die definitiv keinen vor Katastrophen und Überflutungen sicheren Lebensplatz mehr in Bangladesch behalten werden, die keine Einkommensgrundlagen und kein Land zum Leben mehr haben werden. Man schätzt, dass es in Bangladesch alleine 50 Millionen Klimaflüchtlinge geben wird, die definitiv in ihrem Land nicht bleiben können. Redet darüber ein Mensch? Und das ist für uns die entscheidende Frage. Wird es für Sie globale Solidarität geben, die sich in international verbrieften Rechten für Klimaflüchtlinge niederschlägt, die auch verbindliche Regelungen für Kompensationszahlungen beinhalten, in der Bereitstellung sicherer Migrationswege und Möglichkeiten, Stichwort Lampedusa, in der Zuweisung von neuen Besiedlungsräumen für ganze Gruppen und Integrations- und Starthilfe bei Neuansiedlungen in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Wir reden darüber, diese Lösungen müssen gefunden werden, eine ganz andere Form von internationaler Solidarität. In der Schule habe ich mich immer rumgequält mit diesen Völkerwanderungen, wo die Lambo-Daten und wie sie alle hießen, wo die alle hin und her gewandert sind, das mussten wir ja aus irgendwelchen Gründen lernen, also ich noch jedenfalls in den 60er Jahren in der Schule, Langobarden und ich weiß nicht, war ja irgendwie Westgoten und sowas war irgendwie ganz putzig, aber keiner hat ja was aus diesem Wissen gelernt, nämlich, dass solche Bevölkerungsbewegungen offensichtlich gegen das, was wir jetzt hier gerade in der Festung Europa tapfer verteidigen, dass eigentlich solche Bevölkerungsbewegungen in der Vergangenheit was relativ Normales waren. Wir versuchen jetzt unsere Insel der Seligen da drin zu schaffen und das abzugrenzen, aber die großen Probleme, die sich durch den Klimawandel ergeben, werden sich auf diese Weise nicht lösen lassen. Dafür brauchen wir diese Art von internationalen Lösungen. Und dann viertens, und damit bin ich dann auch gleich fertig, wir müssen gemeinsam mit den Partnern in Bangladesch, in What Have You, in allen vom Klima besonders betroffenen Ländern, aber überhaupt international mit unseren Partnern und tun das auch, aktiv eintreten für den Klimaschutz. Also die Diakonie Katastrophenhilfe war eine der Mitbegründer der Klimaallianz in Deutschland, weil wir gesagt haben, hinterherrennen, das geht nicht. Wir werden nicht vorankommen, also wir werden dadurch nicht die Ursachen bewältigen, nicht eine Ökonomie abschaffen, die auf CO2-Emissionen sozusagen angewiesen ist. Aber wir könnten und müssten tatsächlich wenigstens, wo immer wir können, für ambitionierte CO2-Klimareduktionsziele eintreten und für den Klimaschutz. Jeder von uns in jedem Land gegenüber der eigenen Regierung, im regionalen Verbund und im weltweiten Verbund, das tun wir. Wir haben nicht nur in Deutschland die Klimaallianz mitbegründet, sondern wir sind auch mit unseren Partnern sehr stark vernetzt, weil heute die Klimakonferenzen angesprochen wurden und diese UN-Konferenzen, wo dann die ganzen West-NGOs rumrennen. Wir sorgen dafür, dass unsere Partner dahin kommen, also die Leute selber aus den verschiedenen Ländern.
und da dann aktive Advocacy-Arbeiten machen. Alles ziemlich kleine Dinge verglichen mit der Größe des Problems, aber aus meiner Sicht doch Schritte beyond aid. Ina Kerner, warum, hier steht bei mir auf dem Zettel, warum nehmen wir die Hilfsbedürftigkeit von anderen erst dann wahr, wenn sie in Katastrophen besonders krass zutage tritt? Das ist jetzt eigentlich schon beantwortet. Warum belasten wir, versuchen wir die Katastrophen dort zu belasten, wo sie sichtbar werden? Das ist vielleicht die Frage, die uns jetzt weiterführt. Also wir versuchen ja, das ist ja auch, wenn Flüchtlingspolitik von der EU, von Deutschland, also Europa aus gemacht wird, dann heißt es ja immer, ja, wir müssen den Leuten dort vor Ort helfen, wo sie herkommen, wo sie einen Fluchtgrund haben. Dort müssen wir ihnen helfen. Wenn man das jetzt auf die Umweltkatastrophen, in Afrika wären es Dürren zum Beispiel, ja, also dort sind es Überschwemmungen. Ja. Die Überschwemmungen kommen da auch noch, also das Nildelta liegt auch sehr niedrig. Das kann man dann irgendwann auch nicht mehr besiedeln und bebauen. Wir nehmen das immer erst wahr, wenn es dort passiert, und wir wollen dann auch dort helfen, und wir wollen auf keinen Fall, dass die Menschen von dort wegkommen, weshalb wir notfalls eben Lager zu Dauereinrichtungen machen. Das ist eine vielleicht noch schwierigere Frage als die Ursprungsfrage, die man mir gegeben hatte, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die zweite beantworten kann. Ich werde es aber versuchen, im Zusammenhang dessen, was ich mir vorher überlegt hatte, nämlich was diese erste Frage betrifft, warum denn die mediale Aufmerksamkeit immer, warum die Hilfsbedürftigkeit, wie die erst immer dann wahrnehmen, wenn die Katastrophen besonders krass zutage treten. Und ich sage vorneweg, dass sozusagen die Perspektive, aus der ich das beantworte und mit der ich hier oben sitze, eine ist von einer, die sich seit ziemlich langer Zeit mit postkolonialen Theorien auseinandersetzt. Mein Hintergrund ist die politische Theorie, und ich habe schon vor ziemlich langer Zeit, das war damals meine Diplomarbeit, mich bemüht, postkoloniale feministische Positionen zu benutzen, um kritisch auf Gender and Development Ansätze, also feministische entwicklungspolitische Ansätze, zu gucken. Ich war dann auch mal ein halbes Jahr als Projekthospitantin in einem GTZ-Projekt, da ging es um Kleingewerbeförderung und Finanzsystementwicklung, und bin immer mal wieder in Guatemala unterwegs, wo ich vor etwa 20 Jahren mal studiert habe. Und interessanterweise ist dort so, dass fast alle meine Freunde und Freundinnen, die sozusagen so aus der Mittelschicht kommen und dort an staatlichen Uni studiert haben, in irgendeiner Weise mit NGOs arbeiten, die auf irgendeine Weise aus dem globalen Norden Geld kriegen. Und mit denen rede ich viel, so das ist so ein bisschen der Hintergrund dessen, was ich sage. Und ich möchte zuerst nochmal sagen, und das haben wir eben auch schon gehört von Frau Füllkrug-Weitzel, dass ich glaube, dass die, also dass einer der Gründe oder einer der zentralen Gründe dafür, dass wir erst dann wahrnehmen, wenn diese Katastrophen passieren, also dass ein Grund dafür ist, dass die medial erzeugte Aufmerksamkeit eben meistens nur im Falle von Katastrophen auf Hilfsbedürftigkeit gerichtet ist und dass unsere Wahrnehmung eben relativ stark von den Medien beeinflusst ist. Aber dann wäre natürlich die Frage, warum wird über Hilfsbedürftigkeit meist nur im Fall von Katastrophen berichtet? Wenn man mal absieht von der Spendenwerbung in der Vorweihnachtszeit, die es ja auch gibt, aber die wiederum selbst dann, und das finde ich auch interessant, vor allen Dingen mit Kinderbildern arbeitet. Und ein Grund für diese Ausrichtung der Medien, neben dem Grund, dass natürlich viele, also wahrscheinlich dem finanziellen Grund, dass relativ viele Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen nicht mehr überall ein Korrespondenten- und Korrespondentennetz haben und dann eben Leute dann schicken, wenn tatsächlich gerade was passiert ist, weil alle anderen dann auch schicken oder die großen Nachrichtendienste irgendwie ihre Leute schicken und die Zeitungen von den Nachrichtendiensten Artikel übernehmen. Vielleicht ist ein Grund, weil die massive globale Ungleichheit bzw. die krasse globale Ungerechtigkeit, die unsere Welt prägt und die bei der Berichterstattung von Hilfsbedürftigkeit ja offensichtlich wird, dass die im Fall von Katastrophen nicht als systemisch dargestellt und als systemisch wahrgenommen werden muss, sondern als schicksalhaft und punktuell erscheint. Und durch eine Spende kann man dann die lediglich punktuelle, im besten Fall auch noch von der Natur, also von einer Naturkatastrophe erzeugte Notlage der Gebeutelten lindern helfen, was von systemischen Formen globaler Ungleichheit ablenkt und sie gewissermaßen verdeckt.
ebenso wie deren Ursachen. Und dass die oft auch systemisch sind, das haben wir ja heute Morgen auch schon gehört und wurde ja offenbar gestern Abend diskutiert, da konnte ich leider nicht da sein. Und in dieser Hinsicht ist also die Aufmerksamkeit lediglich in Katastrophenfällen eine moralisch und politisch gewissermaßen bequeme Lösung. Ebenso wie ich finde, dass die Aufmerksamkeit für massiv deprivilegierte Kinder, das ist jetzt sozusagen die Adventszeitwerbung, die ja ebenfalls mit den Strukturen, die ihre oft prekäre Lage hervorrufen, meist noch nichts zu tun haben, außer von ihnen negativ betroffen zu sein, sozusagen moralisch unproblematisch ist. Denn wenn man mit Erwachsenen arbeitet, gibt es natürlich auch immer wieder welche, die auf gewisse Weisen agieren, die uns vielleicht auch nicht passen und die Sache wird viel komplizierter. Aber ich glaube, das könnte ein Grund sein. Und auch wenn das, was ich jetzt noch sage, einigen von Ihnen wesentlich zu pauschal erscheinen mag, möchte ich doch noch ergänzen, dass es ja zumindest in Westeuropa eine durchaus lange Tradition gibt, politisch und gesellschaftlich problematische Konstellationen im globalen Süden zu ethnisieren und damit zu naturalisieren, anstatt sich mit ihrer Genese zu befassen, die in vielen Fällen eine kolonialgeschichtliche oder eine neoliberale ist und somit eine, die auf bestimmte Weise eben auch auf uns, also auf Westeuropa, verweist. Und auch in diesen Fällen kann man die Naturalisierung als Strategie beschreiben, die eigene strukturelle Involvierung, aus der die vielleicht eine besondere Verantwortung folgen könnte, auszublenden. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, diese komplizierte Frage zu beantworten. Ich möchte aber noch auf eine andere Weise antworten und eine Gegenfrage stellen, nämlich was eigentlich Hilfsbedürftigkeit ist, wer diesen Zustand definiert, nach welchen Kriterien der definiert wird und welche Effekte das hat. Es versteht sich nämlich, denke ich, nicht von selbst, wenn man von Katastrophenfällen mal absieht. Scheinen eben Faktoren der Weltwirtschaftsordnung durchaus auch die internationalen Geber selbst dazu beizutragen, dass sich Einzelpersonen oder Gemeinschaften als hilfsbedürftig wahrnehmen. Also ich denke, wenn man vom Kontext spricht, sollte man nicht nur sozusagen den großen globalen Weltwirtschafts- und so Rahmen in Betracht ziehen, sondern auch die sozusagen Hilfsarbeit selber. Ich möchte ein Beispiel geben, das ich sehr illustrativ finde. Das stammt von Nanda Shrestha, einem Ökonomen, der bereits Mitte der 1990er Jahre einen Aufsatz veröffentlicht hat, der heißt Becoming a Development Category, also eine Entwicklungskategorie werden. Und in diesem Text beschreibt er den Effekt des Einzugs des Entwicklungsdenkens in dem nepalesischen Dorf, in dem er selber in den 1950er und 1960er Jahren aufgewachsen ist. Und er beschreibt, wie sie sich als Kinder damals am liebsten im Umfeld der Peace Corps Volunteers aufgehalten haben. Also Peace Corps Volunteers sind Leute, die von so einem US-amerikanischen Organisation entsendet werden, die man vielleicht hier mit dem, was der DED mal war, vergleichen könnte. Also so ein und was einige der kirchlichen Organisationen haben, also sozusagen so Entwicklungshelfer und Helferinnen, die oft irgendwie in die Dörfer gehen. Und diese Kids, also Schwester und seine Freunde und Freundinnen, die waren gerne bei diesen Peace Corps Volunteers. Und der beschreibt, dass sie dabei lernten, Entwicklung mit Fortschrittlichkeit zu assoziieren und als erstrebenswert zu verstehen. Die Kinder wollten alle werden wie diese Peace Corps Volunteers. Und dass sie lernten, alle Aspekte der dörflichen Kultur samt der eigenen Eltern als rückständig abzulehnen. Und Shrestha beschreibt außerdem die negativen Auswirkungen der Anwesenheit und des Tätigkeitswillens dieser Entwicklungshelfer, nämlich als zerstörerisch für vormals etablierte Systeme der Nachbarschaftshilfe, auch über Dorfgrenzen hinweg, und der kollektiven Verantwortung für bestimmte Problemfälle, die dort auftraten, wie zum Beispiel eine kaputte Straße oder so. Und die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur beispielsweise sei dann schnell an die anwesenden Entwicklungshelfer delegiert worden, nicht zuletzt, weil das tatsächlich bequemer waren. Und daraus glaube ich, oder ich glaube, das ist ein Beispiel für die Schwierigkeiten für alle Formen der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe, die mit dem Instrument der Entsendung von Personal, also von Beratern und Beraterinnen in der sogenannten technischen EZ oder eben auch von Entwicklungshelfern arbeitet. Und es könnte sich lohnen, auch darüber zu sprechen. Dankeschön. Wenn wir nochmal das ganz Große auspacken und gucken, was passiert mit denen, die von Cornelia Füllkrug-Weitzel angesprochen worden sind,
die dann, egal welche Hilfe vor Ort stattfindet, notgedrungen zu Flüchtlingen werden, weil es den Ort, wo ihnen geholfen werden könnte, gar nicht mehr geben wird. Und wo da eigentlich die Solidarität, also wenn man nicht mehr Katastrophenhilfe oder auch langfristig ausgerichtete Hilfe vor Ort machen kann, einfach, weil dieser Ort einfach untergehen wird, was man sich ausrechnen kann, was viele nicht glauben wollen, bis es dann wirklich passiert ist. Hartmut Krassel, der Klimatologe, hat mal gesagt, das Dumme ist an den Menschen ist, dass sie immer glauben, dass es an ihnen vorbeigeht und erst wenn die Welle vor der Tür steht, dann kriegen sie das Laufen und dann ist es zu spät. Dann bedarf es dessen, was angesprochen ist, einer internationalen Solidarität. Und da kommt dieses Wort, was vorhin auch schon gefallen ist, in der Rede von Thomas Gebauer, von der Schutzverantwortung ins Spiel. Also gibt es eine internationale Solidarität, die über Gesellschaften hinweggeht, die wirklich international ist, wo Staaten für Staaten, Gesellschaften für Gesellschaften Verantwortung übernehmen und diese Flüchtlinge dann wirklich als Flüchtlinge wahrgenommen und auch aufgenommen werden. Kann es sowas geben? Gibt es überhaupt ein Recht dafür, einen rechtlichen Boden, auf dem man sowas bauen könnte? Ja, das ist eine harte, große Frage. Nach allem, was wir bisher gehört haben an wirklich mitreißenden Vorträgen, müsste man eigentlich jedes Wort dreimal bedenken, das man zu diesem Thema noch sagt, weil sich herausgestellt hat in den Diskussionen bisher, dass sozusagen alles, was man sagt zum Thema, auch gegen einen selbst sprechen kann. Zumal, wenn man eingebunden ist in die Apparate, die wir hier kritisieren und mit denen wir uns auseinandersetzen. Also ich selbst bin da auch involviert gewesen, immer eigentlich hier auf der sicheren Seite in Europa, bei der kirchlichen Entwicklungshilfe, bei der Stiftung Entwicklung und Frieden und so weiter. Das heißt, ich bin immer mitbestimmt gewesen in meinem Denken durch die Frage, was bedeutet das eigentlich für die institutionellen Bezüge, in denen ich hier arbeite, was wir sagen. Ja. Und ich bin immer damit konfrontiert gewesen, dass jeder Apparat, der entsteht, jede Organisation, die entsteht, ihre eigenen Interessen entwickelt. Und deswegen Politik macht, die diese eigenen Interessen versucht, in Übereinstimmung zu bringen mit den Aufgaben, die sich erstellen. Und jede Organisation wäre dumm, wenn sie ihre eigenen Interessen nicht in Rechnung stellen würde. Dann würde sie aufhören, als Organisation zu existieren. Also es ist durchaus vernünftig, wenn Organisationen, die sich mit dieser Problematik, ich komme gleich auf die Frage zu sprechen, beschäftigen, wenn die sagen würden, also wir handeln völlig desinteressiert. Ja, da würden sie sich die eigene Existenzgrundlage für das Handeln, also die Voraussetzung des Handeln, unter den Füßen wegziehen. Ja. Das Problem ist, wie weit sozusagen dieses Eigeninteresse, dieses notwendige Eigeninteresse, dieser Hang zur bürokratischen Politik oder die Notwendigkeit auch einer bürokratischen Politik sich auswirkt auf das, was man wirklich tut und was man bewirkt. Ja. Und damit etwas dichter daran an Ihre Frage, die Frage nach einer Schutzverantwortung. Also bisher hat der Begriff der Schutzverantwortung ja eine richtig schlechte Presse bei uns, zumindest bei den kritischen Geistern. Die Schutzverantwortung wird assoziiert mit Tendenzen zu einer Militarisierung der Politik gegenüber dem Süden. Man nimmt für sich in Anspruch, in Situationen aus humanitären Gründen intervenieren zu müssen, militärisch, die man selbst mit verursacht hat. Und unter dieser Perspektive, dass also Schutzverantwortung in diesem Maße problematisch ist, dass sie auch dazu beitragen kann, die Berufung auf die Schutzverantwortung, dass man etwa das Gewaltverbot der UNO-Charta aushöhlt. Ein ganz gravierender Sachverhalt. Daraus könnte man den Schluss ziehen, wir wollen über Schutzverantwortung nicht mehr sprechen, wir wollen nichts mehr davon hören, weil da ein Begriff in die Welt gesetzt worden ist, der darauf aus ist, jetzt nicht auf eine Ökonomisierung oder eine Finanzialisierung der Not, sondern darauf, militärisch da einzugreifen, wo Finanzialisierung und Ökonomisierung zu untragbaren Verhältnissen geführt haben.
Es wäre insofern auch Schutzverantwortung als Teil dieser hier so intensiv kritisierten Politik. Meine These ist, dass wir diesen Begriff der Schutzverantwortung nicht so einfach aufgeben sollten, sondern dass wir ihn neu durchdenken müssen. Also Schutzverantwortung im Sinn als Aspekt einer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir jetzt nicht mehr verstehen als gesellschaftliche Verantwortung in unseren eigenen Lebensverhältnissen, sondern weltweit. Aber das heißt wiederum andersherum nicht nur als gesellschaftliche Verantwortung für das, was im Süden passiert, sondern auch für das, was bei uns passiert. Denn was wir beobachten, ist ja, dass viele der Probleme, die man dem Süden bisher zugeschrieben hat, sich als gravierende Probleme auch bei uns einstellen. Mal abgesehen jetzt von allen Fragen, die mit der Ökologie zusammenhängen, betrifft das natürlich auch die Fragen der sozialen Ungleichheit, der Gerechtigkeit, der Marginalisierung, der Ausgrenzung, all der Probleme, von denen Thomas Gebauer vorhin auch in seiner Rede gesprochen hat. Also Schutzverantwortung neu denken heißt, sie sozusagen einbetten in ein Bewusstsein von gesellschaftlicher Verantwortung, die globaler Natur ist und die eigenen Gesellschaften ebenso als Problemgebiet sieht wie die Gesellschaften des Südens. Gestern Abend hat Raoul Peck sehr emotional, sehr bewegt, sehr intensiv darüber gesprochen, unsere Geduld ist zu Ende. Das bezieht sich unter anderem darauf, man hat nicht mehr die Geduld, sich anzuhören, wie schlecht die Verhältnisse im Süden sind, ohne dass man gleichzeitig einen kritischen Blick auf die eigenen Verhältnisse wirft. Und dass wir dazu Anlass haben, das wissen wir inzwischen und das macht sich breit. Unter dieser Perspektive, meine ich, lohnt es sich, um diesen Begriff der Schutzverantwortung, der seit er existiert, praktisch seit den letzten 13 Jahren so gelitten hat, dass wir den nicht einfach sozusagen der militärischen Sicherheitspolitik überlassen, sondern dass wir ihn im Sinne einer wegnehmen von der sicherheitspolitischen Perspektive und zuordnen einer weltgesellschaftspolitischen Perspektive, mit der wir an die Probleme rangehen, die Sie, Frau Föko-Weitzel, eben nochmal so lebhaft geschildert haben. Das, was da vorhin auch gefordert worden ist, ist ja der Solidarität, ich nenne das jetzt mal anders, eine rechtliche Struktur zu geben. Das heißt, es sie zu einem Recht zu machen, das man einfordern kann, zu einem Menschenrecht zu machen, also Hilfe zu einem Menschenrecht zu machen. Weitergedacht, menschenwürdiges Leben ist ein Menschenrecht, nicht? Also das muss ermöglicht werden und wenn es eben in einem Katastrophengebiet die Menschen nicht mehr selber herstellen können oder in Abhängigkeiten die Menschen nicht selber herstellen können, dann muss man ihnen dabei helfen. Ja, wobei diesen Begriff der Verantwortung, der ist etwas schillernd, da steckt beides drin. Da steckt drin der Rechtsanspruch und die Pflicht, die aus dem Recht abgeleitet werden kann, die Pflicht zu helfen und nicht nur die karitative Gesinnung. Aber es steckt in dem Begriff der Verantwortung auch drin, dass man bereit ist, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und das ist noch was anderes als das Recht. Also deswegen glaube ich nicht, dass unsere Rettung darin besteht, dass wir alles in Rechtskategorien ausbuchstabieren, sondern wir müssen auch diesen anderen Aspekt des Begriffs Verantwortung im Blick behalten, der sich anders auch als Solidarität übersetzen lässt. Können Sie dafür Krug weisen? Ja, ich wollte nur ein Beispiel nennen für das, was Sie gesagt haben, ob man sozusagen etwas zum Recht macht, das man einfordern kann, um dann sozusagen das zu unterstützen. Ich will zwei Beispiele aus unserer Arbeit schildern. Gestern der Kollege von der Treatment Action Campaign hat am Rande erwähnt, dass sie diesen Prozess geführt haben oder dass es damit anfing, dass sie Prozesse geführt haben. Die Treatment Action Campaign hat das Recht auf Leben geklagt, weil die südafrikanische Regierung ja weder anerkannt hat, dass es diesen Virus gibt, noch zugelassen hat, antiretrovirale Medikamentierung, zum Beispiel für die Mutter-Kind-Übertragung. Das geht um AIDS, genau. Und das wurde von der Treatment Action Campaign aufgegriffen und dann Treatment Action Campaign. Das hatten wir gestern Abend, für die noch nicht da warten, weil gestern Abend ein Mitgründer. Und die Treatment Action Campaign hat dann einen Prozess geführt.
gegen die eigene Regierung, dass sie das Recht auf Leben bricht. Denn natürlich gibt es, wenn man Menschenrechte verletzt, ja nicht nur, müssen wir nicht nur nach, wie es heute schon mal gesagt wurde, oder gestern nach UN-Sanktionsmechanismen gucken, sondern jede Regierung, die das ratifiziert, steht ja selbst, ist ja, geht ja damit auch eine Verpflichtung ein. So, die Regierung was not amused. Das ging natürlich über eine ganze Reihe von Instanzen, bis es zum Verfassungsgericht kam. Und das Verfassungsgericht Südafrikas hat dann durch sozusagen die Regierung gezwungen, einen nationalen Behandlungsplan aufzulegen, Medikamente zuzulassen, um die Mutter-Kind-Übertragung zu verhindern. Das hat Millionen von Kindern das Leben gerettet, kann man, glaube ich, klar sagen. So, die Treatment Action Campaign war der Treiber, war der Akteur, aber sie hätten niemals das Geld gehabt, diesen Prozess zu führen über eine ganze Reihe von Jahren, ich glaube, es waren insgesamt 6 oder 7, bis hin zum obersten Verfassungsgericht, wenn sie nicht externe Finanzierung gehabt hätten. Die kam in diesem Fall auch von uns, auch von anderen. Ein noch viel irreres Beispiel ist der Kampf um Entschädigung für die Opfer der französischen Atomtests auf dem Mururoa-Atollen. Es hat 40 Jahre gedauert, bis die französische Regierung verknackt war, Entschädigungsleistungen an die Überlebenden und ihre nächsten Generationen sozusagen zu zahlen. 40 Jahre lang haben wir unsere Partner darin unterstützt, diesen Prozess zu führen. Total abartig, also unter dem Gesichtspunkt der Effektivität und was hast du nicht, ist das natürlich völlig daneben. Sind auch die, es waren früher eine ganze Reihe von Organisationen, die das unterstützt haben, die alle abgesprungen sind, weil sie nicht mehr gesehen haben, wo nehmen sie das Geld her für sowas. Kann man auch nicht begründen, die Chancen waren so gut wie gegen null, dass sie gewinnen. Aber sie haben gewonnen. Das sind für mich Beispiele, wo man sagen kann, wo es keinen Widerspruch gibt dagegen, dass die Leute selber ihre Sache in die Hand nehmen und vorantreiben, aber sie brauchen dann auch Leute, die es unterstützen, finanziell. Genau. Ich will auch noch, Herr Bonner, wollten Sie was sagen? Das hörte sich wie eine Wortmeldung an. Ja, gerne. Mhm. Also ich würde gerne noch 2, 3 Fäden aufnehmen, die ja gesponnen wurden und unterstützen. Also ich glaube, zugespitzt würde ich sagen, ein Indikator, um mal in diesem Messsystem zu bleiben, für gute Hilfe ist Ärger. Ärger, Irritation. Gute Hilfe eckt an. Also gute Hilfe definiere ich jetzt im Sinne von, sie führt aus Unmündigkeit und Abhängigkeit heraus. Und zwar eckt sie mindestens 3-mal an. Sie eckt an im Dialog, den wir mit den Menschen vor Ort führen müssen, über deren Vorstellungen. Wenn wir nicht als Weiße oder was auch immer kommen und sagen, hier sind unsere Entwicklungshelfer, so machen wir das, sondern wir sind ja vor Ort gar nicht operativ tätig. Da eckt sie an. Da ist doch die Frage, wie weit wir Autonomie ernst nehmen und was wir eben unter Entwicklung oder unter Entwicklung verstehen. Da gibt es vieles tatsächlich zu hinterfragen. Also wenn unser Lebensstil entwickelt ist, dann ist die Mehrheit der Menschen unterentwickelt. Aber gut, das ist der eine Konfliktpunkt. Der zweite Konfliktpunkt ist, dass in den allermeisten, ich nenne das jetzt mal bewusst nicht Projekt, sondern Mobilisierungsschritten, die Menschen vor Ort, die ja ungeheuer banal und einfach heute noch ausgebeutet und arm gemacht werden. Also müssen wir uns ein bisschen, uns will ich die Situation vorstellen, dass die irgendwann mal auch anecken, weil sie ja nicht dabei bleiben, zu gucken, wie sie ihr Stück Land besetzen, bearbeiten können, sondern irgendwann die Landfrage stellen und in die Machtfrage eingehen. Und deswegen ecken sie vor Ort an. Und das ist ein Erfolgsindikator. Genauso wie es für mich ein Erfolgsindikator ist, wenn ein Projekt nicht wie geplant funktioniert. Denn dann hat sich vor Ort was bewegt. Also bei uns ist es immer so, dass die Leute, die das Projekt hinterher finanziell, technisch abwickeln müssen, immer ganz irritiert sind, wenn der sogenannte Änderungsantrag kommt, weil die plötzlich der Kostenplan nicht mehr funktioniert, weil ihm was anderes eingefallen ist. Für mich ist das ein Erfolgsindikator. Und der dritte Aneckpunkt und Ärgerpunkt ist der, das klang auch an, unsere Verantwortung hier. Und wenn wir, und das kann Frau Füllkrug-Weitzel genauso bestätigen, wie ich jetzt viele Beispiele nennen könnte, in Energiefragen plötzlich unterwegs sind und sagen, was die deutsche Energiewende mit Klimapolitik zu tun hat oder über Agrarpolitik reden, dann ecken wir nicht nur in der Politik an, dann ecken wir auch in der Gesellschaft an. Was soll das eigentlich? Das ist doch gar nicht euer Geschäft. Also das ist mein Punkt. Gute Hilfe eckt an, weil sie eben diese Systemfrage stellt. Und letzter Punkt, den ich aufnehmen wollte, in dem Fall, glaube ich, ecken wir auch an, wenn wir diese Schutzverantwortung problematisieren. Ich finde es gut, dass wir das machen. Ich glaube, das Gegenteil ist das, was wir früher hatten. Da hieß das nämlich nicht Einmischung. Mhm, genau. Und das kann nicht sein. Schutzverantwortung muss nicht automatisch militärisch bedeuten. Das ist der andere Punkt, der wurde ja schon genannt. Und Schutzverantwortung, mein allerletzter Satz, ist auch Schutzverantwortung für die noch gar nicht hier sind, für die kommenden Generationen. Und da haben wir ein gemeinsames Interesse. Das ist der allerletzte Punkt, den ich aufnehmen will. Wir haben früher auch gesagt, wir arbeiten interessenslos, nur für die anderen.
das haben wir längst als, ich sag mal, Selbstlüge beiseite gelegt. Natürlich haben wir Interessen gemeinsame. Ich hatte das deshalb zurückgenommen und sozusagen ein Recht auf Solidarität genannt, weil es manchmal schwierig ist, wenn ein Begriff nun mal von irgendjemandem besetzt wurde und da war es das Militär, dann den wieder zurückzuholen, ist manchmal schwieriger als einen neuen einzuführen, den man dann wieder versuchen muss zu verteidigen und bei sich zu behalten. Ich habe nur aus meiner journalistischen Erfahrung heraus und weil ich darüber schon viele Gespräche geführt habe, will ich noch mal eine kleine Lanze brechen für die Verrechtlichung, auch wenn das ein schreckliches Wort ist, was auch eine und auch eine schreckliche Tätigkeit ist. Die Tatsache, dass wir internationale Strafgerichtshöfe haben, ist ein spürbarer Fortschritt, der jetzt zum Beispiel, wenn drei Außenminister aus dem Westen in das östliche europäische Land Ukraine fahren, als Drohung dasteht. Wenn du so weitermachst, dann wirst du einen Ermittler und einen Richter finden. Nicht in Europa, da wird das nicht funktionieren. Es funktioniert auch in Afrika nicht mehr und es hat auch in Jugoslawien nur bedingt funktioniert. Da sind Sondergerichtshöfe, Tribunale entstanden für Ruanda, für Jugoslawien und so weiter. Die haben Recht gesetzt, da ist etwas geschehen. Das ist überhaupt noch nicht so, dass man sagen könnte, jeder Tyrann findet seinen Richter. Das ist überhaupt nicht so oder jeder Warlord. Aber es hat etwas verändert im internationalen Umgehen miteinander, glaube ich. Und ich frage jetzt deshalb nochmal nach, könnte eine Einführung eines Rechts auf Solidarität nicht irgendwie auch international etwas verändern im Umgang miteinander? Also darf ich zur Verrechtlichung noch was sagen? Also ich selbst bin großer Anhänger des Völkerrechts. Das Völkerrecht wirkt immer ambivalent. Also es kann zur Rechtfertigung von Unrecht handeln genutzt werden, aber es kann auch zur Kritik dieser Rechtfertigung genutzt werden. Und diese beiden Seiten muss man immer sehen. Das Völkerrecht ist nie ein Instrument, das einfach im Sinne einer progressiven Entwicklung, wie Sie das mit dem Begriff der Verrechtlichung verbinden, wirksam wird. Also um das Völkerrecht muss gekämpft werden. Um das, was das Völkerrecht bedeutet in jeder Situation, muss gekämpft werden. Das ergibt sich nicht automatisch. Also deswegen, meine Warnung ist nur, also von Verrechtlichung als solcher sich allzu viel zu erwarten, dass die Ausweitung der rechtlichen Regelung aller Lebensbereiche muss nicht unbedingt ein Fortschritt sein. Das kann auch zu einer Stärkung derjenigen führen, die Macht haben, uns selbst mit Rechtsverfahren sozusagen zu überziehen, gegen die wir uns dann nicht mehr wehren können. Also Verrechtlichung ja, aber auch da mit einer gehörigen Portion von Kritik und die ist ja auch im Zuge mit der Strafgerichtsbarkeit auf der internationalen Ebene häufig geäußert worden. Ich selbst finde genauso wie Sie, Herr Schwinn, dass die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofes ein positiver Schritt ist. Aber die zum Beispiel die Art und Weise, wie der Internationale Strafgerichtshof in Kenia in Stellung gebracht worden ist, jetzt indem er gesagt hat, also diejenigen, die zur Wahl stehen in Kenia, sind im Grunde genommen diejenigen, die vor den Internationalen Strafgerichtshof zitiert werden müssten. Das ist auch von vielen, die vor Ort arbeiten, kritisiert worden, weil sie sagen, da steht Recht gegen Gerechtigkeit oder Recht gegen Frieden sozusagen, wenn man allzu sehr darauf beharrt, dass diejenigen, die die Politik übernehmen, eigentlich vor den Internationalen Strafgerichtshof gehören, kann das auch dann ausarten, dass man eine erneute Auflage des Gewaltgeschehens von 2008 hat in Kenia, wo sich die Leute gegenseitig wirklich totgeschlagen haben. Also da zeigen sich und in der Reaktion der Afrikanischen Union auf den Strafgerichtshof, ja, wo gesagt wird, der Internationale Strafgerichtshof ist eine Institution des Westens zur Kritik Afrikas. Ja. Das muss man, man sträubt sich dagegen, dass das so gesehen wird und man muss den Internationalen Strafgerichtshof auch verteidigen gegen eine solche Sichtweise, aber man muss sich ernsthaft fragen, warum reden die Afrikaner so darüber? Sind das nur die Interessen der Herrschenden oder steckt in ihrer Kritik noch etwas anderes drin? Gut, der ist vielleicht auch im falschen Ort, könnte auch woanders sein. Ich möchte da gerne auch noch was zu sagen. Also ich finde die Vorstellung eines Rechts auf Solidarität ganz großartig, aber die Frage ist ja, was bedeutet das dann?
Weil es könnte natürlich sowas bedeuten, wie wir heute Morgen gehört haben, wie sowas wie ein globaler Finanzausgleich. Wäre die Frage, ist sowas überhaupt in irgendeiner Weise realistisch, wenn wir uns die heutigen globalen Machtverhältnisse angucken? Ich bin grundsätzlich sehr gern Optimistin, aber bei der Frage bin ich mir nicht so sicher, ob der Optimismus angebracht ist. Die andere Frage ist aber, glaube ich, die damit zusammenhängt, wie setzt man sowas um? Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele extrem gute Ideen gibt darüber, wie man global solidarisch handeln kann, die aber in der Umsetzung oft dann eben sich als sehr, sehr schwierig erweisen. Wir haben heute Morgen auch schon gehört von den sozusagen Problematiken, die entstehen dadurch, dass in der NGO-Kooperation zwischen dem Norden und dem Süden oder in der Kooperation von staatlichen oder internationalen Organisationen mit NGOs auf lokaler oder nationaler Ebene im globalen Süden Prozesse der Professionalisierung, die aber dann auch eine Entpolitisierung sind, stattfinden, weil nämlich diese Organisationen ja dann auch immer wieder Förderanträge stellen müssen und damit Förderanträge schreiben, erstmal lernen müssen und dann das Geld nicht für alles Mögliche, sondern oft eben für ganz bestimmte Projekte ausgegeben wird. Ein Phänomen, das ist, glaube ich, also dass es bei uns auch gibt in sehr vielen politischen und gesellschaftlichen Bereichen und der sich und das sich in der Entwicklungszusammenarbeit und Hilfe eben auch zeigt. Also die Umsetzungsfrage ist, glaube ich, eine, über die man sehr lange diskutieren muss, und das würde mich dann tatsächlich sozusagen von den Praktikern und Praktikerinnen interessieren, mal zu hören, was es da eventuell für Möglichkeiten geben könnte, sowas tatsächlich umzusetzen. Kommt Herr Bornhorst und dann Frau Füllkrug-Weitzel und dann nehme ich gerne, ja, ich habe das gesehen. Nehme ich dann auch Wortmeldungen an, ja. Ich wollte noch zwei Dinge mitnehmen in Bezug auf Menschenrechte. Also diese Idee mit dem, wie war es jetzt formuliert, internationalen, also Menschenrecht auf Solidarität oder was auch immer, und dann der dahinter kommende Finanzausgleich, der internationale, da kriege ich allergische Flecken. Und zwar aus der Perspektive der Partner gedacht, weil der kann in dem System, so wie wir es jetzt haben, ja nur über staatliche Wege funktionieren. Und in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, ist der Staat Teil des Problems und nicht der Lösung. Und ich frage mich, wie, also das will ich da als Beispiel der Grenzen dieses Systems meinen, weil das Geld dann bei denen ankommt, die es tatsächlich brauchen, im Kampf gegen genau diese Mächtigen, die es dann haben. Das würde ich oft hinterfragen. Der zweite positiv gewandte Punkt, ja, Menschenrechte, insbesondere die WSK-Rechte, also die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte, sind ein wichtiges Instrument unserer Partner und unserer Arbeit, aber ein Instrument, weil wir können nicht im Sinne von Verrechtlichung jeden Fall durchklagen, aber es gibt immer wieder exemplarische Strafführung, wo man eben deutlich macht, welcher Unternehmer zum Beispiel welche Rechte wie verletzt hat, und die haben natürlich eine politische Wirkung. Und der allererste Punkt ist, dadurch, dass man sagen kann, euer Land, und die meisten Länder haben diese Konvention unterschrieben, hat hier unterschrieben, werden die Menschen zu Rechteträgern, die sagen können, hier, ich habe ein Recht auf diesen Zugang zu Gesundheit, und es geht nicht nur darum, dass du mir was schenkst. Also insofern, das Menschenrechtssystem hat uns unheimlich geholfen und wir haben ja auch viele daran gearbeitet, aber es ist immer auch, hat einen instrumentellen Charakter. Ja, ich hatte ja vorhin davon nicht vom Recht auf Solidarität gesprochen, ich hatte es anders formuliert, dass wir globale Solidarität brauchen, die sich in international verbrieften Rechten da niederschlägt, zum Beispiel von Klimaflüchtlingen. Das wäre für mich tatsächlich die realistischere Variante. Die Frage ist doch, gibt es überhaupt noch, also ich denke mal, um sowas durchzusetzen, ein Recht auf Solidarität setzt voraus, es gäbe überhaupt eine Kultur der Solidarität. Die ist ja nun systematisch und gezielt unterhöhlt worden in den letzten 10 und 20 Jahren. Die neoliberale Politik und Wirtschaft hat ja nun eine gezielte Ideologie der Desolidarisierung und der Deregulierung solidarischer Systeme mit sich gebracht und daran massiv gearbeitet. Und das hatten, wir sind jetzt hier nicht die typische Altersklasse, aber ich sag mal, suchen Sie doch mal sehr viele Leute zwischen 20 und 35, die so ein Wort wie Solidarität noch irgendwie sexy finden. Sexy ist, der Zeitgeist ist, und der hat natürlich sehr viel mit dem Neoliberalismus zu tun. Ich komme zuerst, meine Interessen, alles muss individualisiert werden und ich muss auch individuell helfen. Ich brauche keine Institutionen, sondern dass jeder und so weiter. Das ist doch zutiefst in unsere Kultur eingesickert. Ich will jetzt nicht diese Generation schlecht machen, ich will damit nur sagen, es ist total in uns eingedrungen. Und wenn man das Wort Solidarität gebraucht, dann gibt es also bestimmte Kreise, wenn man das da in den Mund nehmen würde, die spucken vor allem aus. Jetzt zum Entsetzen von Entwicklungsminister AD Niebel.
der das mehrmals betont hat, wie strange und furchtbar das ist, gibt es ja noch, sage ich mal, tatsächlich Horte dieser Kultur der Solidarität, nämlich in den Kirchen. Und das ist kein Zufall. Die Kirchen sind diejenigen, das ist, müssen alle immer wieder mit Schrecken feststellen oder mit Freude, je nachdem, wo die Entwicklungs-, jetzt, wobei keiner mehr an dem Wort Entwicklung hängt, aber der Gedanke der internationalen Solidarität noch am meisten verbreitet ist. Warum ist das so? Das ist keine aufgesetzte Ideologie. Das ist auch das, was bei uns an der Entstehung unserer Organisation stand. Es ist der Glauben darin, dass wir, es ist eben durch unseren Glauben begründet, verbunden sind. Das ist theologisch in dem einen Leib Christi, heißt es so schön, also dass wir in der Gemeinschaft der Christen verbunden sind in Schmerz und Leid und das grundsätzlich alle miteinander teilen. Das ist die Ideologie, die dieses Bild trägt. Das hat dazu geführt, weil heute Morgen erwähnt worden ist, dass es eine Beziehung auf Gegenseitigkeit sein muss. Zuerst ist nicht Brot für die Welt, die Diakonie Katastrophenhilfe in Deutschland gegründet worden. Zuerst ist das Evangelische Hilfswerk das Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland gegründet worden. Und was war das? Das war das Werk, was die Hilfe entgegengenommen hat aus der weltweiten Gemeinschaft der Kirchen für den Wiederaufbau Deutschlands und für die Integration, nebenbei bemerkt, von 15 Millionen Flüchtlingen in Deutschland. Das hatten wir ja schon mal. Es war aber nicht ganz freiwillig, diese Integration von 15 Millionen Flüchtlingen in Deutschland. Aber das war zuerst. Und aus dieser Erfahrung ist unsere Arbeit entstanden. Aus der Erfahrung, dass man uns geholfen hat, weil es uns beschissen geht. Und ich versuche das den jungen Mitarbeitern auch immer zu sagen. Wir sind nicht, weil wir so toll sind und aus eigenem Recht und weil wir überhaupt so großartig sind, kommen wir jetzt hier als die Helfer. Sondern wir sind zu Helfern geworden, nachdem uns geholfen wurde. Und ich sage auch immer zu den Partnern, und es kann der Tag kommen, und ich wünsche, dass wir den gemeinsam sehen, wo ihr wieder anderen helfen werdet. Aber sowas ist, die Kirchen sind ja auch mega out und Christentum alles sowieso total schwachsinnig und Quatsch und ganze Solidarität, alles Quatsch. Also da gibt es, im Grunde ist das alles, alles delegitimiert. Jetzt zählt der Einzelne. Und ich glaube, und das ist, wie gesagt, ein mächtiger Ausfluss des Neoliberalismus. Und dem müssen wir erstmal was entgegensetzen, bevor wir zu einem Recht auf Solidarität kommen, müssen wir diesen Wert wieder rückerobern. Jeder mit seinen Mitteln. Wir haben diesen Wert sozusagen endemisch. Die Arbeiterbewegung hatte diesen Wert endemisch, muss man sagen. Ich denke, in Gewerkschaften gibt es noch diese Kultur der Solidarität, auch der internationalen Solidarität. Aber auch da steht überall unter Druck. Und ich denke, das wieder zurückzuerobern in der Gesellschaft, dass das nicht das allerletzte und überalterte ist, sondern eine hochlebensnotwendige Kultur für das Überleben dieser Weltgesellschaft, das wäre für mich der erste Schritt. Der Zuspruch zu dieser Konferenz zeigt ja, dass das Problem erkannt ist, glaube ich. Da habe ich eine Wortmeldung und dann Sie und dann hier vorne. Mikro gibt es da hinten. Ja, Mikro ist, glaube ich, besser. Der Raum ist groß und ja, danke. Okay. Dominik Fritz, mein Name. Ich arbeite für die Bösen, für eine große staatliche Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Bei mir regen sich ganz viele der Ja-Abers, die Herr Bornhorst auch angesprochen hat. Und ich möchte so ein bisschen kurzen Kommentar, ich versuche ihn kurz zu halten, zu dem Begriff der Klage über die Entpolitisierung von Hilfe nochmal. Für mich, ich frage mich so ein bisschen, ob dahinter nicht die Sehnsucht steckt, über diese Klage, über die Entpolitisierung nach einer Welt, die klar einteilbar ist, nach Gut und Böse, stark und schwach, mächtig und unterdrückt, und ob diese Sehnsucht nicht eine Illusion ist. Für mich äußert sich diese Sehnsucht in so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine Glorifizierung des Lokalen, eine Glorifizierung, Beatifizierung des Nichtstaatlichen, obwohl ja auch lokale Organisationen genauso in nationalen Strukturen von Ungerechtigkeit, von Konkurrenzen auch alle verwickelt sind und nicht nur, weil man eine lokale NGO ist, schon automatisch zu den Guten gehört. Also ich vermisse so ein bisschen auch die Anerkennung, dass es Trade-offs gibt, dass es moralische Dilemmata gibt und immer geben wird. Ja, wenn ich Ruanda als Beispiel nehme, viele der Redner von gestern Abend und heute hätten wahrscheinlich eine Intervention in Ruanda als Militarisierung der Entwicklungspolitik gegeißelt. Als dann die Rebellen geschafft haben, den Genozid zu stoppen, gab es einen riesigen Flüchtlingsstrom der Hutu, also der Täter,
Und dann sind plötzlich die internationalen Hilfsorganisationen aufgewacht und haben riesige Flüchtlingscamps aufgebaut für die Täter des Genozids. Das war ein moralisches Dilemma. Was hätte da eine politische Hilfe denn machen sollen? Wäre es politisch gewesen, den Flüchtlingen die Hilfe zu verweigern, weil sie die Täter waren? Oder wäre es politisch gewesen, trotzdem zu helfen, weil sie Flüchtlinge sind? Also dieser Wunsch, es gibt immer klar die gute Seite, auf die man sich stellen kann, die halte ich für eine Illusion. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch gestern Abend und auch heute, dass man sich so ein bisschen auch in die moralische Komfortzone zurückzieht und dass man sich den konkreten moralischen Dilemmata, die in der Praxis, die Sie gerade angesprochen hatten, Frau Kerner, immer wieder entstehen, dass man sich diesen konkreten moralischen Dilemmata entziehen will, indem man ganz abstrakt die Systemfrage stellt. Dankeschön. Habe ich gesehen? Bitte. Geben Sie das Mikro gerade. Dankeschön. Ich habe diese ganze Diskussion wird ja durchzogen von den starken Forderungen nach Verbesserung der Menschenrechte. Menschenrechte für alle, gleiche Menschenrechte für alle. Ich will mal ein großes Fragezeichen da setzen. Wir leben gleichzeitig in einer Welt, die von einer derartigen Hierarchie der Macht, des Besitztums wirtschaftlich, politisch und militärisch durchzogen ist. Extrem. In unseren Ländern und auch international, auch in den anderen Ländern. Und dann die Frage, die Menschenrechte, wer soll denn das durchsetzen? Ich soll justiziabel sein. Also wollen wir sie vor Gericht einklagen. Und mich die Großmäuler provokativ fragen, gibt es neutrale Gerichte? Wer bestimmt die Richter? Sind das nicht auch Menschen mit Fleisch und Blut, die bestimmte Denkweisen haben, die herkommen? Wenn wir wissen, wie hier Gerichter gewählt werden, zustande kommen. Erst in anderen Ländern, wie Richter zustande kommen, was für ein Kampf da stattfindet, bis Richter zustande kommen. Ist das wirklich die letzte neutrale Instanz, die dann darüber wacht, dass das alles eingehalten wird? Diese große Frage möchte ich eigentlich stellen. Und ich denke eigentlich, wenn Gerichter positiv in unserem Sinne entscheiden, war meistens wahnsinnig viel sozialer Druck dahinter, soziale Proteste, auf die das Gericht reagieren musste. Aber es war nicht im stillen Kämmerlein die Entscheidung des Gerichts, so zu entscheiden. Also ich glaube viel mehr dran, Durchsetzung von Rechten ist eine Frage, dass die Betroffenen aufstehen müssen und was machen müssen. Und nur dann gibt es Reaktionen, sei es ohne Gerichte, sei es mit Gerichten. Danke. Das Mikro möchte ich gerne hier vorne hin. Nee. Ja, Nadja Meisterns, Medico International. Also gerade wurde ja so ein bisschen angezweifelt, wie ist das denn mit dieser ideologischen Kritik? Also ich glaube, wir brauchen Ideologiekritik. Ideologiekritik bedeutet nämlich gerade, die neoliberale Kulturrevolution zu hinterfragen. Also warum haben wir eigentlich alle den Tod der Utopie so verinnerlicht? Das wäre ja wahrscheinlich die Frage. Und welche sozusagen Phantasmen uns irgendwie auch trotz aller vermeintlichen Kritik immer wieder veranlassen zu glauben, okay, es lässt sich dann doch nicht ändern, wir müssen pragmatisch irgendwie das Ganze angehen. Ja? Und insofern wäre mein Plädoyer, wir brauchen eigentlich viel mehr Ideologiekritik. Wir brauchen Ideologiekritik in der Zivilgesellschaft, wir brauchen Ideologiekritik in der Wissenschaft, gerade um sozusagen diese ideologischen Blendgranaten, die immer mit Umarmungsstrategien einhergehen, sprich Neoliberalismus, deutlich zu machen, kennzeichnen zu können. Und das heißt eben auch, die Betroffenen als politische Subjekte wahrzunehmen und nicht nur als Opfer. Und das ist nämlich auch ein Problem in dem ganzen NGO-Diskurs, das immer wieder auftaucht, wenn dann etwa die Bilder von den schwarzen afrikanischen Kindern gezeigt werden. Ja, dass sie eben die Betroffenen nicht als politische Subjekte erscheinen. Dort will es hin. Genau. Dankeschön. Mein Name ist Michael Nienhaus. Stichwort moralisches Dilemma. Und da möchte ich gerne Bezug nehmen, was Sie auch heute Morgen in Sachen humanitäre Hilfe, Frau Füllkrug-Weitzel, gesagt haben und was auch im Vorspann zu diesem Panel steht, ob dadurch nicht Unrechtsverhältnisse zementiert werden durch humanitäre Hilfe. Mich erinnert das an eine, so glaube ich, unlösbare Situation, die ich selbst erlebt habe,
während des Biafra-Bürgerkrieges. Die älteren Semester hier erinnern sich vielleicht noch, war von 1967 bis 1969 in Nigeria. Und ich war da für einige Monate Korrespondent für Agence France-Presse und BBC, nicht Fernsehen, sondern Rundfunk, allerdings nur auf nigerianischer Seite, wie man so schön heute sagt, embedded, weil wir auch keine eigenen Transportmöglichkeiten hatten, zur Front zu kommen. Ich habe aber Korrespondenten, Kollegen getroffen, die von Fernando Po in den Kessel eingeflogen sind. Und die haben mir erzählt, mehrere, und deswegen bezweifle ich auch nicht mindestens daran, also an den Wahrheitsgehalt, dass Ojukwu, der damalige Chef von den Ibos oder von der Biafra-Armee, Folgendes vorgeschrieben hat. Oxfam und Caritas haben Flugzeuge gemietet mit dem Ziel, Nahrungsmittel in den Kessel einzufliegen, denn es gab dort eine enorme Hungersnot. Es sind wirklich Menschen verhungert. Ich habe es auch in den Flüchtlingslagern gesehen, die von den nigerianischen Truppen überrannt wurden. Und Ojukwu hat aber gesagt, mindestens 50% der Ladefläche in diesen Flugzeugen müssen beladen werden mit Waffen und Munition. Weil er sagte, wir sind eingeschlossen, wir sind eingekesselt, wie soll ich sonst Waffen bekommen? Die anderen 50% könnt ihr Caritas, Oxfam gerne mit Nahrungsmittel oder dergleichen beladen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Dilemma und ich maße mir nicht an, darüber zu entscheiden, was richtig ist. Denn wenn jetzt Caritas und Oxfam sagen, okay, dann fliegen wir nicht, dann wird die Hungersnot größer und noch mehr Menschen, vor allem Kinder, verhungern. Wenn wir fliegen mit Waffen, wird dadurch der Krieg verlängert und es gibt mehr Kriegstote. Und ich glaube nicht, wir sollten uns über dieses moralische Dilemma hinausschwingen und zu entscheiden. Punkt, neuer Absatz. Ganz kurz zu Völkerrecht. Und das Recht auf Solidarität. Für mich ist Völkerrecht ein stumpfes Schwert, solange es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Und das Völkerrecht wird auch immer so interpretiert, wie es die jeweiligen Mächtigen nach ihren Interessenlage auch interpretieren wollen. Siehe USA, ein Rumsfeld, ein Cheney, ein Bush, wie die das Völkerrecht in Sachen Irak interpretiert haben und auch die Foltermethoden auch noch gerechtfertigt haben, das sei mit dem Völkerrecht vereinbar. Und das Gleiche gilt meines Erachtens auch für das Recht auf Solidarität. Solange eventuell ein einklagbares Recht, aber nicht mit Sanktionsmöglichkeiten behaftet ist, ist es auch ein stumpfes Schwert. Zu Rumsfeld nur einen Satz. Ich gebe dann noch ein paar Antworten hier oben. Zu Rumsfeld nur einen Satz. Der Film über ihn, der demnächst jetzt auch in die Kinos kommt, der auf der Berlinale gezeigt wurde, zeigt unter anderem, dass Herr Rumsfeld nicht mehr nach Europa fliegen kann, weil er hier per Haftbefehl gesucht wird. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja, es gibt Haftbefehle, ja. Herr Bornhaus. Ich würde nochmal aus der Perspektive der sogenannten Praktiker. Also erstens fällt es mir schwer, das ist eine Herausforderung, auf solche Veranstaltungen zu kommen, weil ich glaube, ja, wir brauchen diese ideologische oder Ideologiekritik auch als Praktiker, um manchmal aus dem Arbeitsalltag heraus zu reflektieren, was machen wir da auch. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch furchtbar abstrakt. Also ich glaube, die Bereicherung in beide Richtungen ist ganz interessant, ne? Also das als Vorbemerkung. Das Zweite, ich glaube, Herr Fritz war Ihr Name, ne? Also ich wäre falsch verstanden worden, wenn ich staatliche oder Vorfeldorganisationen als böse bezeichnet hätte. Ich wollte nur sagen, dass es da deutliche Differenzierungen in den Instrumentarien und Ansprechpartnern oder sonst was gibt, die man jetzt nicht durchbrechen kann hier. Aber was mein Punkt ist bei der Politisierung, und da bin ich dann doch wieder zum Beispiel bei Vorfeldorganisationen, es macht doch keinen Sinn, wenn wir mit viel Geld im ländlichen Bereich Gesundheitssysteme aufbauen und vielleicht auch noch das Gesundheitsministerium beraten, damit das da funktioniert und die Leute bei Malaria oder was immer behandelt werden können und in dem gleichen Land können sie sich in der Hauptstadt das Herz operieren lassen. Und das haben wir immer öfter. Die Welt ist ja auch nicht mehr so einfach, also da die Armen, hier die Reichen, sondern in Malreden gibt es erhebliches Geld inzwischen und der Macht sowieso. Und da ist eben eine Frage, da müssen wir doch irgendwann auf die politische Ebene kommen und fragen, was gibt es denn hier überhaupt für Verteilungsmaßstäbe oder was gibt es hier für demokratische Möglichkeiten einzuwirken? Also, und das verstehe ich erstmal als den ganz banalen politischen Ansatz. Da meine ich nicht, dass die Leute jeden Tag mit der roten Fahne laufen, durch die Hauptstadt Demo machen sollen. Das kommt dann auch dazu im Sinne von Druck machen. Aber wenn man solche politischen Fragen ausblendet und das macht,
staatliche Politik oft, weil sie nicht anders kann. Also die führen bilaterale Ländergespräche, das wissen sie genauso gut wie ich, und müssen dann erstmal mit dem Gegenüber reden, das habe ich eben schon gesagt, was oft Teil des Problems ist. Da gibt es gute Wechselwirkungen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen. Aber das war mein Punkt, da muss Politik ins Spiel, sonst geht das nicht. Und da ist es dann oft eine Aufgabe der NGOs, das zu machen, weil wir das einfacher können. Okay. Ich möchte auch auf die Bemerkung von Herrn Fritz eingehen. Also und drei Sachen sagen. Das erste ist, ich habe nicht die Systemfrage gestellt im Sinne von, finden wir die Entwicklungszusammenarbeit in ihrer Gänze gut oder nicht, sollen wir die weitermachen oder abschaffen. Das ist ein Gedankenspiel, was man anstellen kann, ist aber nicht meins. Was ich gesagt habe, ist, dass globale Ungerechtigkeit meines Erachtens nach systemisch ist. Und wie man das Problem angeht, ist eine riesige Frage. Was, glaube ich, ein Problem ist, ist, das habe ich versucht zu sagen, ist, dass wenn wir auf die Hilfsbedürftigkeit immer nur in Krisenfällen gucken, dass dann dieser systemische Charakter eben aus dem Blickfeld gerät. Und das ist aber was total anderes, als sozusagen zu sagen, ist die EZ grundsätzlich gut oder nicht. Ich glaube auch, und da stimme ich Ihnen zu, und ich finde es auch gut, dass Sie das so sagen, obwohl Sie von den Bösen sind, wobei mich interessieren würde, wer das ist, ehrlich gesagt, dass mehr Leute von den Bösen sollten so denken wie Sie, glaube ich. Ich glaube, sie ist nicht nur von moralischen Dilemmata geprägt, die Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch von in der praktischen Arbeit von relativ vielen auch nicht intendierten und damit dann eben auch ambivalenten Effekten. Und mein Eindruck ist, dass das zu wenig thematisiert wird. Warum wird das zu wenig thematisiert, ist mir auch nicht so ganz klar. Aber ein Grund könnte sein, dass natürlich alle, die irgendein Projekt durchführen, eine Abrechnung machen müssen am Schluss und Erfolgsberichte brauchen und dass es irgendwie opportuner ist, eher die positiven Dinge rauszustreichen als auch die negativen. Ich halte das aber für sozusagen für ein erfolgreiches institutionelles Agieren für nicht besonders klug, wenn man über die negativen, eventuell nicht intendierten Auswirkungen der Arbeit nicht spricht, weil es ja manchmal Möglichkeiten gibt, wenn man über sie spricht, Lösungen zu finden, wie man die mindern kann oder wenigstens oder sogar beheben. Und wenn ich von Entpolitisierung gesprochen habe, das ist der dritte Punkt, meinte ich die Entpolitisierung von politischen Organisationen, die dann oft zu NGOs werden im globalen Süden, wenn sie unterstützt werden von Gebern aus dem Norden, egal ob staatlich, nicht staatlich oder auch international. Und da gibt es, das ist in der NGO-Forschungsliteratur rauf und runter diskutiert worden, zumindest in der kritischen. Es gibt ziemlich viele Effekte, dass politische Gruppierungen zu NGOs werden und dann eben sich professionalisieren und ihre Agenda verändern und ihre Agenda nämlich anpassen an die Geldgeber. Ein Beispiel wäre KONIK, das ist eine sehr, sehr radikale Bauern- und Landrechtsorganisation in Guatemala gewesen. Die haben dann von geraumer Zeit, ich weiß nicht mehr genau von wem, irgendwelchen nordischen Ländern, die ja in Mittelamerika zumindest eigentlich unverdächtig sind, zu den Bösen zu gehören, in dem EZ-Kontext. Die haben eine riesen Mittelsumme gekriegt, die dann auch relativ schnell ausgegeben werden musste, haben sehr, sehr viele Leute eingestellt und haben im Grunde ihr politisches Standing in dem Land verloren, weil sie so eine Servicearbeit da nur noch machten. Und die haben sich aber irgendwann interessanterweise wiedererfunden. Und vor ein paar Jahren, wenn man auf der Homepage war, da hatten sie gerade diesen Wiedererfindungsprozess durchgemacht, stand da ganz groß, wir sind eine autonome, unabhängige Organisation. Und die nahmen dann nur noch Geld von sozusagen kleinen Organisationen, irgendwie katholische Jugend in Nürnberg und ähnliche Dinge. Also diese Art der Entpolitisierung oder des Einflusses auf zivilgesellschaftliche Organisationen, politische Organisationen in Ländern des globalen Südens durch die EZ, egal welcher Art, ist, glaube ich, was, worüber man sprechen sollte. Und das meinte ich. Und da ist tatsächlich das, glaube ich, egal, ob das eine staatliche oder eine super tolle, ganz, ganz kritische, hyperpolitisierte NGO ist aus dem globalen Norden. Diese Effekte können stattfinden, müssen natürlich nicht. Aber sozusagen um die Bedingungen, dass sie nicht stattfinden, wenn man sie denn für problematisch hält, man kann sie ja auch für gut halten, weil man sozusagen politisch entradikalisieren will, über diese Bedingungen sollte man, glaube ich, nachdenken, wenn man möchte, dass irgendwie man nicht politischen Aktivismus grundsätzlich in irgendeiner Weise abschwächt oder so etwas. Herr Brock. Ja, ich wollte auch zu einem der Beiträge Stellung nehmen. Also einmal, Herr Fritz, die Glorifizierung des Lokalen.
Das ist in der Tat ein großes Thema, aber es zeigt sehr schön, wie die Entwicklungsdiskussion zum Teil aus sich selbst heraus lebt. Ja? Also jemand kommt auf die wohlbegründete Idee, wir müssen auch das Lokale stärker achten, und da müssen Sie innerhalb des Qualifizierungszirkels der Universität, also des akademischen Feldes, kommt dann irgendwann jemand und sagt, das ist aber eine Glorifizierung. Ja? Dann wird das fallen gelassen, dann kommt man mit einem neuen Thema. Ja? Also die Sprache in der Entwicklungszusammenarbeit ist sehr kurzlebig, muss man sagen. Ja? Und sie lebt eben zum Teil nicht von der konkreten Auseinandersetzung mit den Verhältnissen vor Ort, sondern mit diesen, in der Auseinandersetzung mit diesen Qualifizierungszwängen, unter denen wir als Akademiker im westlichen Universitätsbetrieb stehen. Ja. Also das ist der eine Punkt. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht ernsthaft mit dem auseinandersetzen sollte, was hinter dieser Forderung nach Ernstnehmen des Lokalen steckt. Ja. Also man sollte das nicht beiseite werfen, noch bevor man es wirklich ausprobiert hat in einer ernsten Form. Und für Brot für die Welt ist das ein Prinzip, ein Aktionsprinzip, ja, dass man auch die Leute vor Ort hört, für Medico die sagen auch. Lässt. Der Medico genauso, dass man die sagen lässt, was sie eigentlich wollen und was sie können. Moralisches Dilemma, Ihr zweiter Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kann man nur so akzeptieren. Und also ganz wichtig wäre es zu sagen, dass dieses moralische Dilemma nicht nur auf Seiten der Entwicklungshilfe besteht, sondern möglicherweise auch auf Seiten derjenigen, die wir hier pauschal kritisieren. Also sind wir bereit zu denken, dass auch ein Bill Gates oder eine Melinda Gates in einem moralischen Dilemma steckt? Sind wir bereit zu akzeptieren, dass man ihr das eventuell vermitteln könnte? Ja? Also sie steckt sowieso, aber ob sie es weiß, ist die Frage. Ja, also ich meine, also jedenfalls, glaube ich, moralisches Dilemma muss man dann auch global denken. Ja? Also wenn man sich selbst zubilligt, dass man in einem moralischen Dilemma ist, muss man auch fragen, ob nicht auch andere, die man sonst pauschal kritisiert, in solchen moralischen Dilemmata sich befinden. Noch ein Wort zum Völkerrecht, Herr Lucht und Herr Niehaus. Das Völkerrecht ist eine stumpfe Waffe, ja, das kann man natürlich sagen, aber das Völkerrecht ist nicht so stumpf. Im Irakkrieg ist es so gewesen, dass das Völkerrecht benutzt worden ist, um die Kritik der Bush-Administration so zu kritisieren, dass daraus eine weltweite Solidaritätsbewegung entstanden ist. Das ist doch nicht stumpf, ja? Sondern es kommt immer darauf an, dass ich habe ja gesagt, man kämpft innerhalb des Rechts, und das gilt auch für die Gerichte, wenn man sagt, die Gerichte sind ja auch alle hochgradig politisch. Die einzige konkrete Utopie, die wir heute wirklich haben, ist das Recht. Ja? Und es gibt keine Gesellschaft, die nicht eine Vorstellung von Recht hat. Ja? Nennen Sie mir eine Gesellschaft, es gibt keine. Ja? Und das ist eine Utopie. Wir wissen alle, wie verrottet, wie verdorben das Recht sein kann. Und trotzdem wissen wir, das ist ein Instrument, mit dem wir handeln können. Ja? Und damit als Letztes noch zu dem Wort, also Recht auf Solidarität oder Recht auf Schutz. Also ich plädiere eher für Recht auf Schutz, weil das zum Beispiel in den konkreten politischen Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben, mehr tragen würde als das Recht auf Solidarität. Frau Füllkrug-Weizsäcker hat es ja schon gesagt, also, dass das schwierig ist mit der Solidarität. Der Schutz als solcher hat eine bessere Presse zurzeit. Da kann man die Leute eher überzeugen. Und wenn Sie sich mal überlegen, was heißt Recht auf Schutz in den gegenwärtigen Verhandlungen zwischen EU, den einzelnen westeuropäischen Ländern und den USA über das TTIP, das Transatlantic Trade and Investment Agreement. Ja. Also da geht es doch genau darum, dass wir in Europa unser Recht auf Schutz der sozialen Errungenschaften der europäischen Sozialpolitik, dass wir die verteidigen dürften gegenüber einer Liberalisierungstendenz, die das aushöhlen würde. Also so verstehe ich Schutzverantwortung ganz konkret, dass wir etwas geltend machen, auf dem wir beharren und uns nicht weich machen lassen mit dem Argument, ja, aber man braucht also diese neoliberale Deregulierung, um mehr Wirtschaftspotenzial zu entfachen. Da würden so und so viele Arbeitsplätze dabei entstehen. Ja. Wir wissen alle, dass das wahrscheinlich eine Milchmädchenrechnung ist. Ja. Frau Füllkrug-Weizsäcker. Ja, wir stecken in jede Menge moralischer Dilemmata und auch
erzielen jede Menge ambivalente Effekte, und zwar als NGOs, als soziale Bewegungen, um es nur mal gesagt zu haben, und zwar hier wie auch in den globalen Ländern, in den Ländern des globalen Südens. Das ist absolut wahr und klar. Ich kann damit relativ entspannt umgehen, muss ich sagen, vielleicht entspannter als mancher hier im Raum, was mit meinem christlich geprägten Menschen- und Weltbild zu tun hat. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich kann dazu sagen, ich weiß, dass wir es nicht schaffen werden, sozusagen die gerechte und friedensfähige und friedliche Welt herzustellen, die wir anstreben. Ich weiß aber, dass das ein Versprechen ist, nach meiner Überzeugung, das uns gegeben ist und dass es geschehen wird und dass diese falschen Verhältnisse auch überwindbar sind, aber nicht von mir alleine überwunden werden können und auch nicht von mir alleine überwunden werden müssen. So, das war der kleine Glaubensblock. Nur damit Sie mal sehen, dass christlicher Glaube vielleicht nicht so was radikal Unmodernes und Hinterwäldlerisches und Unpolitisches ist. Was bedeutet das? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Ich ziehe daraus tatsächlich die Konsequenz, dass es notwendig und hochrelevant ist, sich diesen Dilemmata offen zu stellen. Ich rede auch relativ oft darüber, auch öffentlich, und den auch dann in dem Sinne sich denen zu stellen, als man dann auch versucht, daraus zu lernen. Und hin und wieder mal den Reset-Knopf zu drücken oder wirklich auch hin und wieder darüber nachzudenken, wenn das ist schiefgegangen, was lehrt uns das? Also wenn wir diese Bereitschaft nicht haben, dann haben wir allerdings ziemlich verloren. Und die Perspektive von Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung im Auge zu behalten als das Maß und die Ausrichtung unseres Handelns, das ist auch entscheidend. Und dann kann man tatsächlich auch, denke ich, aus dem, was ich auch jetzt hier in diesen anderthalb Tagen oder jetzt ist ja erst ein Tag an Diskussionen immer wieder als schmerzhaft empfunden habe, also als gemeinsamer schmerzhafter Prozess aus diesem Dilemma rauskommen, ja, was ist es denn jetzt richtig, Solidarität zwischen Bewegungen, dann gibt es noch irgendwelche, die haben Geld, machen die, das kann, können die überhaupt nützen oder machen die was falsch, dann revolutionäre Bewegung oder wie basisnah oder nicht. Ich glaube nicht, dass das Gegensätze sein müssen. Ich glaube, dass wir gar nicht genug Kräfte haben können, die gemeinsam darauf hinarbeiten mit allen ihren kombinierten Kräften, für eine gerechte Welt zu sorgen, ja, für gerechte internationale Strukturen zu kämpfen. Insofern finde ich, man sollte auf jeden Fall in diesen Debatten testen, wer hat welche Möglichkeiten, besser, schlechter, wer in welchen Situationen, ist handlungsfähiger, handlungsschwächer, wie müssen wir uns kombinieren, zusammenarbeiten, sicher auch mit den Gewerkschaften und anderen, um ein Stück weiterzukommen, statt zu sagen, das ist falsch und das ist falsch, aus meiner Sicht. Also und dann muss man auch sagen, da müssen wir tatsächlich auch nichts glorifizieren. Ich würde auch das Lokale nicht unbedingt glorifizieren. Jetzt bin ich schon alt genug in der politischen Bewegung, um sozusagen vom Glauben an die richtige Partei zum Glauben an the people als revolutionäre Kraft, das war mal der Spruch in den 80ern, jetzt haben wir, was hatten wir hier die ganze Zeit, hatten wir auch irgendeinen Ausdruck, das ist alles gut und schön, aber auch da gibt es jede Menge Dilemmata. Haiti ist gestern diese große Verzweiflung deutlich geworden, ich kann sie sehr gut verstehen, ich bin auch, was Haiti betrifft, total verzweifelt, denn alle schöne Rhetorik, dass man sozusagen die Lokalen stützt, scheitert dann, wenn es, und das ist gestern Abend ja rausgearbeitet worden, noch nicht mal mehr die elementarsten Spuren von organisierter Zivilgesellschaft gibt. Wen will man da stärken und wie will man das machen? Wie soll das gehen? Und das ist in Haiti der Fall. Und ich kenne kenne keine Organisation, die irgendwie das Gefühl hätte, irgendwie erfolgreich in Haiti gewesen zu sein. Also Organisationen, die partnerbasiert arbeiten, weil es super, super schwierig ist in einem Land, was so durch die Mühlen getreten worden ist von Kolonialismus, Imperialismus und ich weiß nicht was, dass es im Grunde im Kern der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Zusammenhaltes vollständig zerstört ist. Und wer da behauptet, er hätte da also ganz tolle, nachhaltige Arbeit geleistet, dann würde ich mal leicht unter Verdacht stellen, nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Aber diese Verzweiflung, die teilen wir, glaube ich, die teilen wir mit dem Kollegen, der den Film gedreht hat, mit allen, die versuchen, eigentlich den Menschen oder die sich wünschen würden, dass es einen Weg gäbe für diese ganz und gar am Ende der Leiter stehende Bevölkerung in Haiti, irgendwie eine Zukunftsperspektive ihnen zu helfen,
selber zu entwickeln und zu beschreiten. Sie sind der Letzte, der hier inhaltlich was sagen darf, weil dann Dankeschön. Die Zeit rum ist. Was es jetzt nicht gibt, ist dieses Schlusswort, und was es auch nicht gibt, ist die Konklusio und die Lösung. Wir sind ja auch erst am Anfang und müssen heute noch keine Lösung liefern. Lösungen gibt es dann morgen. Ja. Danke sehr, dass ich der Letzte bin. Ich komme aus Peru, mein Name ist Hugo Pariona. Ich beschäftige mich mit der Entwicklungspolitik theoretisch seit langem und deshalb möchte ich eine Bemerkung machen. Denn in Lateinamerika basieren auch Sachen, die ganz anders gemacht werden zurzeit, seit ein paar Jahren. Wenn Solidarität ein Synonym für Gerechtigkeit wäre, wäre es sinnvoll. Aber ich merke, nachdem wir gestern und heute kritische Bemerkungen gehört haben, dass es schwer ist für Praktiker und für Theoretiker wahrscheinlich, die Sachen wirklich zu begreifen. Denn Theoretiker haben zuerst durch Entwicklungspolitik, Entwicklungstheorien und so weiter versucht, die Sachen zu klären. Die Praktiker haben die Bilanz der deutschen Entwicklungspolitik untersucht und am Ende alles negativ. Und theoretisch kann man auch nicht weitergehen, denn wir leben seit Jahren bereits in einer Zeit der Entwicklungshilfe. Als ich an der Uni war, haben mir Professoren gesagt, Hugo, Entwicklungshilfe, das ist nicht theoretisch begründbar. Wir machen Entwicklungstheorien oder Entwicklungspolitik. Und dann dachte ich, ja, ich bin froh, denn Hilfe hilft nicht. Jetzt merke ich aber, dass wir mit dem Begriff Hilfe uns beschäftigen und jetzt weiter die Diskussion folgt, dass wir da bleiben, obwohl wir von Ungerechtigkeit reden. Und Ungerechtigkeit, wie Herr Brock sagt, ja, kann man bekämpfen nur mit Recht. Und das globale System, und nur als Beispiel, das Wirtschaftssystem ist ungerecht. Wie kann ich in Lateinamerika den Bauern sagen, wir machen jetzt Weltwirtschaft, weil das gerechter wird? Nein, das kann ich nicht, weil Deutschland, die EU, alles wollen nur, dass wir Rohstoffe liefern und nicht fertige Produkte oder semi-fertige Produkte, denn der Zoll ist zu teuer. Meine andere Bemerkung ist, wenn wir Lateinamerika betrachten jetzt zur Zeit, und das ist komischerweise dank Hugo Chavez, muss man sagen, da gibt es Länder wie Argentinien, Venezuela, Ecuador, Bolivien und so weiter, die eine andere Entwicklungspolitik machen. Nicht diese autozentrierte Entwicklungspolitik, die man sich gewünscht hat früher, sondern eine andere, nämlich basiert auf Kooperation. Mit wem kooperieren Sie? Denn Sie wollen nicht mehr abhängig sein von Europa oder USA oder Japan, sondern die kooperieren mit dem Iran, die kooperieren mit Korea, die kooperieren mit China. Selbstverständlich, das kann man kritisieren. Die Chinesen machen alles kaputt, auch überall. Aber sie machen ganz anders. Und wie der Präsident Correa hier in Berlin gesagt hat, liebe Frau Merkel und so weiter und so fort, wir wollen eine gerechte wirtschaftliche Handel machen. Nicht ein Freihandelsabkommen. Aber die Merkel konnte nicht das verstehen. Und so ähnlich passiert in Bolivien. Der bolivianische Präsident hat gesagt, ich verkaufe nicht Lithium als Rohstoff. Ich mache eine Fabrik in Bolivien. Und vor einer Woche wurde schon diese Fabrik eröffnet für die Produktion von Batterien für Handys, Autos, Fahrräder und so weiter, elektrische Fahrräder. Aber darüber wurde nichts informiert. Und solche Sachen passieren, dass sogar der Präsident Ecuadors, Boliviens und so weiter, Argentiniens, gesagt haben, liebe Leute, die Entwicklungshilfe leisten, ja, ihr sollt aufpassen, denn das Geschäft mit Entwicklungshilfe kommt zu Ende langsam. Und das passiert in Lateinamerika. Aber die Frage ist nur, ob diese neuen Kooperationen, weil die großen Institutionen aus moralischen Perspektiven die Entwicklung oder die Katastrophen oder die Miseren in diesen Ländern wie in Lateinamerika sehen, ob sie
vielleicht ganz anders machen. Wenn jetzt hier, theoretisch kann man diskutieren, das ist sehr toll. Ich freue mich, dass man theoretisch diskutiert. Aber in der Praxis passiert was ganz anderes in Lateinamerika. Und darauf sollte man schauen und nicht das vernachlässigen und sagen, okay, wir machen weiter mit Katastrophenhilfe. Ich frage, meine letzte Frage, mein letztes Wort. In Peru, als Fujimori an der Macht war, sind ca. 300.000 Frauen, in der Regel arme Frauen, sterilisiert. Mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation, die Deutschen sind auch in Peru, haben das geschaut. Und jetzt ist nichts daraus geworden. 2.700 Frauen haben angeklagt, aber ein Richter hat gesagt, das hat keinen Fuß. Und deshalb sollte man nicht weitermachen. Ist das Katastrophenhilfe? Katastrophenhilfe, wenn 300.000 Frauen illegal sterilisiert sind? Wo waren die Entwicklungshilfeorganisationen? Danke sehr. Vielen Dank. Könnte man eine neue Diskussion anfangen, aber so ist das immer. Und diese hier ist jetzt beendet, weil ich jetzt noch zwei Ansagen habe, nämlich die Mensa schließt um 15 Uhr. Erstens. Zweitens, das Forum 7, Migration. Das findet auf Französisch statt, dass nicht jeder spricht, wie wir vorhin gehört haben. Und deshalb in der Mittagspause bitte die Kopfhörer besuchen.